Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11, die zweite Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs der Fraktionen CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP für ein 17. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtages. Beschlussempfehlung ist die Drucksache 19-5028, der Gesetzentwurf die Drucksache 19-4947. Als Berichterstatter hat das Wort Herr Kollege Lorz. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ihr Lieben, ich gebe gerne auf allgemeinen Wunsch, wenn auch zu später Stunde, den Bericht aus der Sitzung des Ältestenrates. Der Ältestenrat hat den dringlichen Gesetzentwurf in seiner 40. Sitzung am 20. Juni 2017 beraten und Folgendes beschlossen. Als Empfehlung: Der Ältestenrat empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP gegen die Stimme der Fraktion DIE LINKE, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lorz. Zur Debatte hat sich zu Wort gemeldet Herr Kollege Bellino von der CDU-Fraktion. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe bereits in der ersten Lesung und dann auch später im Ältestenausschuss deutlich machen können, dass es vernünftig ist, dass wir zu der vernünftigen Regelung, wie wir sie hatten, zurückkehren. Ich sage deshalb, dass es eine vernünftige Regelung war, weil wir nicht einfach mal so die Diäten beschließen oder über die Höhe der Diäten beschließen, sondern dass wir uns daran orientieren, wie es dem durchschnittlichen Hessen geht. Das heißt, das sollte bekannt sein, wir orientieren uns mit unseren Diäten an dem, was der Hesse im Durchschnitt im Jahr zuvor an Einkommensveränderungen realisiert hat, im Positiven wie im Negativen. Ich denke, das ist für Volksvertreter eine angemessene und auch eine gute Regelung. Wie Sie wissen, und der eine oder andere hat das kritisiert, haben wir uns in Solidarität mit den Beamten des öffentlichen Dienstes erklärt und haben dann, wenn wir leider eine Nullrunde oder eine einprozentige Steigerung beschließen mussten, gesagt, dass wir es dann nicht gut finden, wenn wir dann von dieser Regelung abweichen, wenn wir uns anders stellen, als das im öffentlichen Dienst der Fall war. Das ist jetzt wiederum umgekehrt worden. Wir haben ja gerade bei dem vorigen Tagesordnungspunkt darüber gesprochen. Deshalb ist es für uns logisch und auch richtig, dass wir zu der anderen Regelung, die sich wie gesagt am Einkommen der durchschnittlichen Hessen orientiert, zurückkehren. Ich bitte um entsprechende Zustimmung. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Bellino. Als nächstes spricht für die Freien Demokraten Herr Kollege Lenders. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen! Ich will auf das Gesetz gar nicht mehr großartig eingehen. Ich glaube, das großmögliche Konsens hier im Hause, bis auf die Fraktion der LINKEN, werden alle zustimmen. Deswegen, Herr Schaus, lassen Sie mir das, bevor Sie ans Mikro treten, mal vorab sagen. Wenn man sich Ihre Rede anschaut, die wir bei der Einbringung hören durften, dann haben Sie ja gesagt, Ihr Anliegen als LINKE ist ja gar nicht so sehr die Systematik, die dahinter steckt, sondern dass Sie am liebsten jedes Mal von Neuem, jedes Jahr erneut über die Erhöhung diskutieren wollen. Das sagen Sie genau. Herr Schaus, ich will Ihnen mal eins sagen. Das, was da drin steckt in Ihrer Forderung, ist, dass Sie das Bild stellen wollen, dieses Parlament wäre ein Selbstbedienungsladen. Und Herr Schaus, das weiß ich wirklich mit aller Ausdruck von uns. Und ich glaube, da kann man für alle Parlamentarier reden. Herr Schaus, das geht so nicht. Gerade der Hessische Landtag hat in den letzten Jahren und die Abgeordneten sich wirklich deutlich zurückgehalten. Und wenn man das einmal vergleicht mit anderen Parlamenten und was die Vergütung von Parlamentariern das Bundesverfassungsgericht uns auch selber aufgelegt hat, da haben wir uns wirklich nichts vorzuwerfen. Da haben wir uns wirklich nichts vorzuwerfen, und wir haben es immer in größtmöglicher Transparenz gemacht. Herr Schaus, Ihr Vorwurf fällt nur auf Sie selbst zurück, weil Sie am Ende sich außerhalb dieser
des Parlaments stellen wollen, weil sie sich außerhalb dieser Regelung stellen wollen, um eine Pressemitteilung machen zu können nach dem Motto, wir haben diesem Gesetzentwurf nicht zugestimmt, aber am Ende kassieren tun sie trotzdem mit. Sonst geht es so nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächstes hat das Wort Herr Abg. Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Da sich am vorliegenden Gesetzentwurf nichts seit der ersten Lesung am 31. Mai 2017 geändert hat und es auch im Ausschuss dazu keine Diskussion gab, erlaube ich mir aus Effektivitätsgründen, meine Rede vom 31.05. nur leicht geändert erneut zu halten. Als ob ich es gewusst hätte, Herr Lenders, gell? Zu Beginn dieser Legislaturperiode hat die Mehrheit dieses Hauses eine automatische Anhebung der Diäten für die gesamte Legislaturperiode beschlossen. Es sollte also keine weitere Diskussion in den kommenden Jahren mehr geben. Ja? Ich habe jetzt auf das sehr gut gewartet von dir. Wir haben damals gesagt, dass wir es durchaus richtig finden, wenn auf der Grundlage eines statistischen Reallohnindexes ein Vorschlag unterbreitet wird, über den dann allerdings aber jährlich wieder neu diskutiert und entschieden wird. Wohlgemerkt, der Index ist die richtige Grundlage. Allerdings halten wir eine Pauschalerhöhung für die gesamte Legislaturperiode nach wie vor für falsch. Das ist der Unterschied, den wir betont haben und den wir auch weiterhin aufrechterhalten. Nun haben wir bereits zum dritten Mal in dieser Legislaturperiode über die Erhöhung unserer Diäten diskutiert. Wenn man so will, war das ein Nebenprodukt der Diskussion über die Nullrunde für Beamtinnen und Beamte. Die Mitglieder der Koalitionsfraktionen waren der Meinung, dass es, wenn man den Beamten eine Nullrunde aufbürden würde, nach außen hin besser zu rechtfertigen sei, wenn wir gleichzeitig auf eine Erhöhung unserer Diäten verzichten. Insofern sind sie mittelbar unserer Forderung als LINKE, jährlich zu diskutieren, durchaus nachgekommen, wenn auch aufgrund anderer Anlässe. Vielen Dank dafür. Nun soll mit dem Gesetzentwurf wieder auf das alte Verfahren zurückgekehrt werden, wobei das nicht ganz richtig ist. Es soll für die nächsten zwei Jahre pauschal eine Abstimmung erfolgen. Das ist der Fakt. Es soll also auf jeden Fall zur Diätenerhöhung keine weitere Debatte im Wahljahr 2018, also unmittelbar vor den Landtagswahlen, geben. Das ist etwas, was wir eindeutig ablehnen, meine Damen und Herren. Was wir eindeutig ablehnen. Zudem soll in das Gesetz neu der Nominallohnindex eingeführt werden. Korrekterweise müsste man sagen, es soll umgestiegen werden. Es wird also keine Rückkehr zum alten Recht sein. Immerhin gibt es für dieses Jahr eine Differenz zwischen den beiden Indizes. Das Statistische Landesamt schlägt auf der Basis des alten Reallohnindexes eine Erhöhung um 1,92 % vor. Auf der Basis des Nominallohnindexes sind es 2,2 % Erhöhung. Ich sage einmal, das ist jetzt nicht die Welt. Aber diese, in Anführungszeichen, Kleinigkeit macht immerhin eine Differenz von 21 € pro Monat für jeden Abgeordneten aus. Dass man jetzt mitten in der Legislaturperiode von dem einen Index zum anderen switcht, ist nicht das, was am Anfang der Legislaturperiode beschlossen wurde, weil es ein anderer Index ist, der auf jeden Fall in diesem Jahr den Abgeordneten ein wenig begünstigt, nämlich in der Größenordnung von, wie gesagt, 21 €. Diese Veränderung ist für uns insgesamt nicht nachvollziehbar. Aus diesen beiden Gründen sind wir auch der gemeinsamen Initiative der anderen Fraktionen nicht beigetreten. Und aus diesen beiden Gründen werden wir den vorliegenden Gesetzentwurf heute ablehnen. Als nächstes spricht Herr Kollege Rudolph für die Fraktion der SPD. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Um 11.22 Uhr veröffentlicht die hessenschau.de einen Bericht. Abgeordnete im Landtag trauen sich Diätenerhöhung. Ich hätte gern den Verfasser oder die Verfasserin dieses Berichts dann auch zitiert, um höflich ihn anzusprechen oder sie anzusprechen, weil ich bin der Meinung, da muss man sich nicht trauen als Abgeordneter, sondern das ist natürlich eine Verpflichtung, die wir haben. Über die Höhe der Diäten. Das klingt verführerisch für Normalbürger möglicherweise, aber es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ich habe das wiederholt gesagt, und ich sage das jedes Jahr wieder, Herr Kollege Schaus. Das, was wir in Hessen seit 2008 praktizieren, mit Ausnahmen, auch dazu haben wir uns positioniert, dass wir einen Index nehmen, der sich an der Entwicklung der allgemeinen Einkommensentwicklung, früher Reallohnindex, jetzt wollen wir wechseln auf den Nominallohnindex, der breiter aufgestellt ist, dass wir uns daran orientieren, das als Maßstab genommen haben, nie darüber hinaus, in aller Regel sogar darunter geblieben sind, einen vernünftigen Maßstab machen, damit wir auch die Verantwortung abgeben, damit es nicht heißt, wir machen eine Selbstbereicherung, finde ich, ist okay. Dazu stehe ich seit 2008, Herr Kollege Schaus. Da habe ich auch nichts zu kritisieren. Und wenn dann der Bund der Steuerzahler und die Linken das kritisieren, dann macht mich das hellhörig, Herr Kollege Schaus. Dann macht mich das hellhörig, weil der Bund der Steuerzahler ist vielleicht dann erst zufrieden, wenn die Diäten auf 0 € sind. Die Position kann man teilen. Wir teilen sie ausdrücklich nicht. Und deswegen, Herr Kollege Schaus, das, was Sie gesagt haben, wir haben ebenso nah an der Wahrheit. Der Präsident des Landtages ist verpflichtet, einmal im Jahr einen sogenannten Anpassungsbericht vorzulegen. Das hat er dieses Jahr gemacht. Das muss er auch im nächsten Jahr machen. Und dann kann das Parlament sehr wohl davon abweichen, so wie es praktiziert ist, Schwarz-Grün in 2015, weil die den Gleichraum es möglich vom Gesetz abzuweichen. Und deswegen ist Ihre Behauptung, es wird nie mehr wieder diskutiert, falsch. Der Bericht liegt vor. Und wenn eine Fraktion wünscht, dann wird darüber auch in diesem Plenum gesprochen. Und deswegen sollte man diesen Eindruck auch gar nicht erwecken, das Parlament macht etwas klammheimlich, sondern ich bin auch bereit, das öffentlich zu diskutieren. Und im Übrigen gibt es Untersuchungen oder Feststellungen, Hessen liegt bei der Höhe der Diäten im Mittelfeld. Hessen zahlt keine Zulagen an Ausschussvorsitzende und andere, wie viele andere Bundesländer. Hessen ist bei der Höhe, das, was die Mitarbeiter von Abgeordneten bekommen können, eher im unteren Bereich. Und deswegen, Herr Kollege Schaus, sollte man gar nicht der Versuchung unterliegen, populistisch etwas darzutun. Abgeordnete würden sich hier bereichern. Also, nein, ich habe ja gesagt, der Versuchung widerlegen. Ich will es Ihnen ja nur noch einmal freundlich ans Herz legen, Herr Kollege Schaus, um 19.46 Uhr, weil es auch heute der letzte Tagesordnungspunkt ist. Und deswegen, glaube ich, sollten wir Abgeordneten durchaus auch selbstbewusst sagen, das ist vertretbar, das ist maßvoll, das entspricht den allgemeinen Einkommensentwicklungen, und das kann man auch gegenüber der Öffentlichkeit vertreten und darstellen, selbst wenn es der eine oder andere eben anders darlegt. Das muss ich akzeptieren. Aber diese Diätenerhöhung, dieser Maßstab ist in Ordnung, das Verfahren ist in Ordnung. Wir können jedes Jahr diskutieren, und Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, es ist auch die letzten Jahre jedes Jahr passiert. Und deswegen gar nichts heimlich, sondern wir machen ein transparentes Verfahren. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, für den Aufwand, den wir betreiben, ich unterstelle das jetzt einmal für die meisten Kolleginnen und Kollegen, entspricht das etwa einer Besoldungsordnung zwischen B3 und B4. Da gibt es viele Landesbeamte, die haben mehr. Darüber kann man dann auch philosophieren, weil wir sind der oberste Dienstherr, wenn man so will. Wir stellen die Haushaltsmittel bereit. Deswegen, Herr Kollege Schaus, ja, diese Regelung ist vernünftig, sie ist maßvoll, sie ist auch transparent. Und deswegen haben wir als SPD-Fraktion gemeinsam mit drei weiteren Fraktionen diesen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Und ich glaube, das kann man auch offensiv nach draußen vertreten. Da unterscheiden wir uns von anderen. Und deswegen werden wir ihm heute auch zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rudolph. Das Wort hat Frau Kollegin Dorn für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Zu Recht steht dieses Thema immer unter dem kritischen Blick der Öffentlichkeit. Zu Recht wird es auch immer wieder öffentlich diskutiert. Und wir haben im Vorfeld zu diesem Antrag, diesem Gesetz, auch sehr intensiv gerungen, sehr intensiv diskutiert. Und Herr Kollege Schaus, genau das werfe ich Ihnen vor. Denn wo haben Sie denn hier einen Gegenvorschlag gemacht? Wo haben Sie sich eingebracht und haben gesagt, das ist der Gegenvorschlag, das würden wir gerne zur Abstimmung bringen? Sie haben keine Alternative gebracht. Und das ist schade, wenn man sich bei der Diskussion beteiligen möchte, Herr Kollege Schaus.
Wir kehren bei diesem Thema gerade zum alten System zurück. Die Diäten orientieren sich an der Einkommensentwicklung. Wie diese Einkommensentwicklung sozusagen, wie die bewertet wird, das kommt vom Statistischen Landesamt. Die berechnen das unabhängig. Das sollte man wissen bei diesem Thema. Warum sage ich Rückkehr? Wir haben, und das finde ich weiterhin nach wie vor richtig, für zwei Jahre dieses System ausgesetzt. Wir haben eine Haushaltskonsolidierung hinter uns. Die war sehr hart für alle Betroffenen. Wir haben auch unseren Beschäftigten da etwas abgerungen und haben auch entsprechend deren Besoldung, die Steigerung entsprechend angepasst. Deswegen war es auch richtig, dass auch wir bei unseren eigenen Diäten auch das anpassen. Insofern hatten wir auch entsprechend die Nullrunden bzw. die geringere Steigerung. Nun haben wir aber ein gutes Tarifergebnis. Wir haben die Übernahme für die Beamten. Deswegen finden wir es auch gerechtfertigt, dass wir wieder zum alten System zurückkehren können. Es gibt noch eine Neuerung. Die Neuerung ist der Nominallohnindex. Auch das ist ein Thema, das nicht erst neu gekommen ist, sondern schon sehr lange hier im Hessischen Landtag sehr öffentlich diskutiert worden ist. Vorher hatten wir den Reallohnindex. Das ist nichts, was wir uns überlegt haben, sondern auch das ist eine Empfehlung vom Statistischen Landesamt und auch von der Expertenkommission im Bundestag, die gesagt haben, es wäre sinnvoll zu wechseln, weil dieser Index sozusagen der robustere ist, der weniger Fehler hat. Insofern haben wir uns über dieses Thema, wann wir auf diesen Nominallohnindex wechseln, haben wir durchaus auch diskutiert. Das haben wir letztes Mal ja auch schon transparent gemacht. Herr Kollege Schaus, da haben Sie unseren Vorschlag noch verlacht. Ich frage mich weiterhin, wo eigentlich Ihr Gegenvorschlag ist. Ich finde, es ist gut, dass wir einen gemeinsamen Vorschlag jetzt auf die vorangebracht haben, weil bei diesem Thema sollten wir uns auch einig sein. Wir haben auch einen guten Vorschlag, einen transparenten Vorschlag, der in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Und sehr gerne können wir im nächsten Jahr darüber wieder diskutieren. Wir finden es auch ein Recht der Öffentlichkeit, dass wir über dieses Thema sprechen. Der Vorschlag ist auf jeden Fall so, dass er sich entsprechend des Statistischen Landesamtes umgesetzt wird. Deswegen denke ich, es ist ein guter Vorschlag, und wir werden dem Gesetz so zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dorn. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Wir kommen damit zur Abstimmung über den Gesetzentwurf, der eben erörtert wurde, Drucksache 19-4947. Ich bitte um Ihr Zeichen, wenn Sie dem Antrag zustimmen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und SPD. Gegenstimmen? Fraktion DIE LINKE. Enthaltungen? Keine. Damit ist der Gesetzentwurf beschlossen mit der eben genannten Mehrheit. Stimmen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und SPD. Gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE. Damit ist der Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben. Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende unserer Tagesordnung, aber nicht am Ende des Arbeitstages, wenn ich das gerade noch sagen darf, bevor allgemeiner Aufbruch erfolgt. Heute Abend tagen noch drei Ausschüsse. Zunächst der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Sitzungsraum 204M. Der Innenausschuss kommt zusammen im Sitzungsraum 501a. Und zuletzt der Petitionsausschuss, der tagt jetzt im Sitzungsraum 510w. Vielen Dank. Ich bedanke mich für die Mitarbeit und schließe die Sitzung.